Wir sind leider im G8-System auf dem Gymnasium, auf dem Marie-Curie-Gymnasium in Neuss. Und die Nachteile, die wir leider sehr verspüren, sind einmal, dass wir einfach ziemlich viele Hausaufgaben bekommen. Druck. Genau, wir haben einen immensen Leistungsdruck auch, dass wir in kurzer Zeit sehr viel schaffen müssen. An sich, glaube ich, pro G9 sagen, weil man einfach noch ein Jahr mehr hat. Weil man echt sehr jung ist, wenn man von der Schule kommt. Also ich war jetzt gerade 18, ich habe aber auch viele Freundinnen, die erst nach dem Abitur 18 geworden sind. Und ich glaube, ein Jahr dann doch noch sehr viel da ausmacht. Ja, ich hatte nach 13 Jahren mein Abitur. Das fand ich entspannter, sage ich mal. Also ich hatte dann mehr Zeit für meine Hobbys. Ja, also meine Schwester hat G8 gemacht und sie hatte eindeutig weniger Freizeit dann. Also im Vergleich zu mir, ich hatte G9. Also hatte wenig Zeit für Hobbys. Ja, oft doch sehr lange Schule gehabt und ich glaube einfach auch weniger, also sie selber hat dann auch nach dem Abitur jetzt ein Jahr noch überlegt, was sie machen soll, weil sie auch einfach während des Abiturs gar keine Zeit hat oder sich vorher gar keine Gedanken darüber gemacht hat, was sie jetzt wirklich machen möchte. Unterrichte am Gymnasium und ich muss sagen, dass für den Fremdsprachenunterricht die Dauer natürlich eine Rolle spielt und von daher ist G9 natürlich schon von Vorteil. Ich habe G8 gemacht und ich fand es halt ziemlich stressig, weil man halt ein Jahr weniger hat. Und deswegen fände ich es eigentlich besser, wenn man G9 wieder einführen würde. Meine These wäre, von mir aus gesehen, ein Jahr länger studieren oder lernen. Aber mein Leben lang profitiere ich davon, was ich ein Jahr länger lerne. Also ich habe G8 gemacht oder halt Abi nach G8. Und ich fand, das war sehr viel Stoff in sehr wenig Zeit. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass man mindestens noch ein Jahr länger hätte. G8 finde ich völliger Schwachsinn, weil die sind ja dann teilweise 17, wenn die aus der Schule kommen und sind auch völlig unerfahren. Und die dann schon, warum? Ich sehe da überhaupt nicht den Sinn drin. Normalerweise müssten die eigentlich später Abi machen, um dann mal so ein bisschen zu wissen, wo es lang geht. Ich bin selber auf einer Gesamtschule und ich finde das jetzt schon wirklich so, also mit dem Stoff, wie man es lernt, die langen Schulzeiten, das ist sehr schwer. Und dann auch noch in 2 Jahren das zu schaffen, das überfordert viele Schüler. Viele kommen damit nicht klar. Und ja, deswegen würde ich eher G9 bevorzugen. Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass die Jugendlichen 13 Jahre lernen sollten, alleine, weil denen ja dann dafür noch übrig bleibt, nachzudenken, was sie auch später machen wollen. Und dieser Druck nicht ganz so groß ist, alles in den 12 Jahren zu schaffen. Also mein Abi ist schon lange her, aber die 13 Jahre fand ich sehr gut.